Hallo und herzlich willkommen zu Worms Revolution. Nach Ewigkeiten gefühlt mal wieder Worms Revolution mit mir, Copa und Bernie. Guten Tag. Hallo. Ja, auch von mir ein Hallo. Bernie, hallo? Nee, ja. Hallo, Stille. Ja, von mir. Das war gut. Wir sehen hier einen Wurm. Was? Sag es nicht. Holy shit, mate. Lass mal mitten in die Grube, ey. Na, besser als da hinten direkt am Rand stehen, ey. Da werde ich instant weggefickt. Ja, mit uns sind hier der gute Bernie oder gute Daniel, ich bin eure Kuppa und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß zuzuschauen. Oh, Leiterfluid. Was mach ich? Das Ding ist, explodiert doch bestimmt, wenn man da ein paar Mal drauf haut. Natürlich. Dann kommt da was raus. Dann kommt da was raus. Also Benni, hat's mir da deinen Cluster bomben, kann das? Ich mag's, Fly! Schön geworfen, Benni. It hurt like hell. It hurt like hell, ja. Der Wurf war auf jeden Fall nicht über die... Der Wurf war genial, Olympia. Challenge accepted. Ich will in der Top 3 sein. Wow. Also Benny hier der Sprüche-Maker, ja. Verdammt, den wollte ich da auch noch zu buggen. Tja, darf's nicht. It was the first strike of many. So, was kommt denn hier? Weste. Ach, da ist eine Mine im Weg. Fuck me. Und da ist auch eine andere Mine. Was soll das? Komm, Kuppe, du schaffst es. Das Schaf? Ja, das Schaf. Du Schaf. Das Schaf. Hallo, du schaffst ja, das, hat er doch gesagt. Du schaffst das. Dünsch. Was machen wir denn da? Dragon Ball? Nee, nicht Dragon Ball. Oh, das ist wieder selber getroffen. Kaum, macht wie Bibi. Macht eigentlich null Sinn, aber auch egal. Es kann ja nicht sein, dass Shotgun-Shells irgendwie abprallen vom Gegner und dann gegen dich prallen. Das macht ja... Naja, aber Worms Logik. Benny, erstmal wieder schön die Zeit ablaufen lassen. So wie es gehört. Ja, wir beschweren uns schon seit den letzten 5 Matches, dass Benny die ganze Zeit die Zeit durchlaufen lässt. Aber auch egal. Benny, guck dir erstmal die Landschaft an. Schön. Und jetzt möchte Bernie campen. Die Sache ist halt, wir hatten schon 2 Testspiele mit Jungen. Die waren auch recht fahren und fahren. Ich lebe mit das. Eine R-Taste, du Held. Drehen mit dem Pfeiltasten, glaube ich. Ja, oder R für Rotate. Hast du R gedrückt? Hast du ja gedrückt? So. Wunderschön. Absolutely fantastic, mate. Look at this wonder. Look at this wonder. Look at this wonder. Okay. Look at this wonder, Junge. Oh, Dani, krieg diesen Free Kill, Alter. So ein Bullshit. I call bullshit on this da one. Geht Cooper Paden. Paden, Junge. Da geht er paden. Kann Benny mir mal die Beine brechen oder so? Bernys Beine brechen. Was hat er denn an der Water Bottle? Okay. Oh, he bottled it! Was, Gruppe wird runtergebottet? Ja, genau das war die Aussage. Oh, schön auf den Kopf drauf. Nein! Nice one, Copa! Ich hab Doppelklick gemacht, Mann! What the fuck, Alter? So ein Bullshit. Ich drück Doppelklick und er springt einfach nach vorne. Alter. Dieses Spiel ist halt scheiße. Er springt in die Richtung, wo du hinspringst halt. Du kannst auch vorne. Ja, und ich mach den Doppelding und er hat kein Salto gemacht, sondern ist nach vorne gesprungen. Hi. Ja, Feuerpunch da, dann ist er weg. Alle, an alle Zuschauer, dieses Spiel ist scheiße, kauft's euch nicht. Da wird das salty. Nee, da werde ich nicht salty bei so einer Scheiße, ey.
War eh ein blauer, glaube ich, also von dem her. Spring da hoch, Alter. Sein fucking Ernst. Steuerung ist auch scheiße, ey. Was erwartest du denn vom Würmern? Dass sie sie gut steuern lassen. Der wäre auch so gestorben. Na, scheiße. Ja, weißt du, ich habe jetzt einen 100er Wurm verloren. Durch einen Bug hier. Der hätte noch ein paar Runden gebraucht zum Sterben. Da wäre er nochmal rangekommen in der Zeit. Nein. Doch. Der war ja erst gerade dran. Der hatte trotzdem noch 45 Leben. Ja, also das, was Benny sagt, stimmt schon. Das wäre... Wenn, dann hätte er nur sehr knapp überlebt oder so. Geht so... Na, ja, das trifft auf jeden Fall. Wenn jetzt ganz scheiße schießt. Na, wenn ich keinen Scheiß mach. Aber ich hab schon viele Male bewiesen, dass ich scheiße bin. Hat noch getroffen. Okay, keine Ahnung. Keine Ahnung, warum der so noch so eine komische Drehung gemacht hat. Ich dachte, das eigentlich direkt drauf. Weil du zu weit geschossen hast. Der muss dann nochmal umdrehen. Der Kopf war ja nach vorne gerichtet von dem Ding. Deswegen musste er erstmal umdrehen. Meine, wieso hat er nicht in dem Sprint einfach auch auf die drauf geschossen? Ich glaube. Das war auch nicht schlau, ey. I'm calling some bullshit hier, ey. Der hätte doch einfach direkt drauf liegen können. Ich hab's dann nach oben geschossen, dass es direkt drauf geht und dann fliegt er einfach vorbei. I'm calling some bullshit hier. Das sind die einzigen beiden Würmer, die an einer Stelle sind. Da schlägt man zu. Wie bei einem Buffet. Traw. Ja. Traw wird jetzt viel Spaß haben mit den beiden armen Leuten da. Auf wen gehe ich denn jetzt? Auf den da unten oder auf die beiden? Na, das ist einer von ist meiner, also ich meine den. Gehe ich auf die beide, die treffe ich halt dann auch nicht beide. Oder gehe ich auf den da unten? Weiß dich. Kamera bitte. So. Ich würde gegen den neben dem Liquid Ding schießen. Okay, ist nicht explodiert. Nee, das braucht noch einen Schuss, dann ist das Ding weg. Okay. Ja, der wird laufen können. Naja, was soll's. Ja, fick. So. Dann nehmen wir das da. So, und dann nehmen wir... Wo ist das denn? Hä? Was the fuck, wo ist das? Was suchst du? Dynamit? Hast du schon eingesetzt, du hast ihn doch vorhin auf Bernie geschmissen. Ach so. Okay. There's only 50 seconds left. Und es macht beep. Beep, 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 beep. Oh. Und es hat beep gemacht, und er überlebt mit 2 Leben, ey. Fick mein Leben. Beep, beep, beep. I'm a sheep. Ah, da kommt er nicht raus. Ah, doch, kommt er wohl. Und wieder seine Lieblings-Cluster-Granate. Dann leider, Alter. Ja, schade. Ich dachte schon, wäre jetzt auf die Mine raufgesprungen oder so. Ja, das habe ich nicht auf. Ich weiß, dass jetzt um 100er oder versucht er jetzt mit Bande zu spielen auf den 53er und 2er. Das war ja ein ultimativer Skillshot. Wie kann man die Zeit umstellen mit den Granaten? Mit dem Nummernpad einfach. Also nicht nur mit den Zahlentasten einfach. Tja, Benny, ich würde mich beeilen. Brauchst immer lange. Der trifft nix. Obwohl doch. Oh, der absolute Skillshot! So ein ekelhafter Lacker einfach nur. Nicht schlecht, Benny. Ich hab's sogar mit der Bande gecallt, also nicht gecallt, aber vorgeschlagen. Da seht ihr es, kaum nimmt man auf, verbünden sie sich schon wieder gegen einen. Das ist einfach nur furchtbar. Ihr könnt gerne raten, wer zwei miteinander in der Vorbereitungsrunde gewonnen hat. Wir wollen einen anderen Giga haben.
Ja, aber Daniel, du bist halt, wie gesagt, das sind halt zwei Würmer auf einer Stelle und da kann man halt mehr Schaden effizienter verteilen und so, deswegen ist das halt in dem Falle leider so. Kann ja auch nichts dafür. Ja, ihr verbündet dich einfach nur gegen mich. Aua. Geh auf Bernie. Ne, vielleicht versuchst du den Flur jetzt vielleicht noch umzukippen. Na, egal. Nee, ich mach einfach einen Baseballschläger. Das ist ein Free Quill. Wehe, der trifft nicht, dann fick ich euch alle. So, ciao. Nee, der ist weg. Siehst du, Dani, das war ein effizienterer Kill, deswegen habe ich den gemacht. Anstatt auf deinen 100er zu gehen. Dani, beweg dich. Wow. Ja, da unten ist halt wieder nichts. Man kann halt den Jetpack nehmen oder so vielleicht. Oder kann Firestrike rufen. Firestrike Team, 137, mate. Oh, vielleicht trifft die Bunkerbombe, vielleicht auch nicht. Glaubst du, schafft die? Die trifft nicht. Die geht explodiert daneben. Ja, geht doch. Na, 17, genau 17 Schaden. I don't wanna live on this planet anymore. Ja, weil du tot bist. Still a better lifestyle than bang. Hm. Ah, die Frage ist, kann Dani sich da irgendwie zu diesen Kisten unterlassen? Er wird da eher Schaden bekommen. Ah, Jetpack. Jetpack. Mal schauen, was er so bekommen hat. Wenn er es sagen will. Okay, nee, die Zuschauer werden es ja sehen. Stimmt. Man braucht das nicht sagen. Sollen wir mal schauen. Daniel hat noch 200er, oder? Ja. Bernie hat noch 300er und ich, der Koop, hab noch 100er, 70er und 55er. Oder ein 50er gleich, weil diese Runde bleibt ja auch noch unter Wasser. Ja, schaffe ich nicht mehr. Ich habe gerade was überlegt. Kann ich jetzt mal meinen Typen aus dem Wasser holen? Das Blöde ist, du hast die gleichen Grabsteine wie ich. Das ist halt nicht so geil. Ja, wir haben doch den Blitz rausgenommen. Das heißt nicht, dass ich ihn nicht mehr kriegen kann. Oh, Bullshit. Töte ihn, bevor er liegt. Ich sag ja, die verbünden sich gegen mich. Die gehen nur auf mich, ihr seht's da. Die können nicht gegen... Das ist doch... Aber ihr seht den Bullshit hier. Bullshit, Mann. Das ist einfach fucking Bullshit. Oh, fällt doch sogar nur durch, ey. Ja, guck mal, du bist der Einzige in der Nähe, Mann. Wer ist über dem Rad der Map? Da kann ich ja nicht. Ja. Ausrede. Ist halt so, Ausreden. Mann. Ist halt da. Voll die billige Ausrede. Bullshit, Mann. Das ist halt so... Okay, Bernie geht jetzt voll auf Daniel. Guck mal, der hat 70 da oben. Der hat einen 25er, du kannst da oben einen killen, Mann. Bernie geht nur auf Daniel. Hallo, ich hab schon mal einen von Bernie gekillt, okay, Daniel, das kannst du mir nicht... Lol. Verdient, nicht... sowas von verdient, einfach nur. Lol, Alter, nur auf... Aber meine, die sind hier voll zwischen Minen gefangen, das ist echt nicht geil. Ich probier's jetzt einfach. Wobei, das trifft nicht. Glaube ich. Na egal, probieren. Ich glaube, es soll doch nicht treffen. Ja, dachte ich mir. Yes! Da war der Boden. Puh! Mamma mia! Hat er ich hab, muss echt sagen, bekommen. Ich hab echt keinen Bock mehr, weil Bernie halt echt nicht wirklich schlau spielt, ey. Tja, das erinnert mich ja die letzte Runde. Da habe ich aber schlau gespielt. So. Guck mal, Daniel, wie soll ich jetzt Bernie angreifen? Da ist ein Neuner, den muss ich jetzt killen. Ja. Ist halt so, das können die Zuschauer auch gerne bitte objektiv beurteilen. Ich könnte auch einfach aufhören aufzunehmen. Das ist, wenn ihr nur das... Das ist auch kein... Alter, Daniel, ich kann nur Zeitung laufen, chill. Das ist doch trotzdem Bullshit, Mann. Man kann das objektiv sehen, guck mal, Bernie ist überall am Rand der Map. An den kann ich nicht rankommen, du bist der Einzige in meiner Nähe. Du hast einen fucking Luftschlag, Mann. Wieso muss ich einen Luftschlag einsetzen, wenn ich da einen Free Kill kriege?
Oh nein, mein 25er stirbt. RIP. Und schon. Jetzt kann ich einen Luftschlag einsetzen, weil jetzt keiner in meiner Nähe ist. Und ich habe schon einen von Benny gekillt als erstes. mit dem Baseballschläger. Weil er da in der Nähe war. Hm. Ich habe keine Jetpacks, ne? Bin gespannt, das hier. Nee. Daniels Wurm ist forever alone. Final countdown. It's a final countdown. Na, es wird wahrscheinlich nichts bringen, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ihr sonst tut. Doch, klar, bringt das. Oder? Es kann sein, dass es trifft. Schade. Ich wusste nicht, so ich da was hinbaue. Ja, das ist wie eine Käferposition. Da kannst du jetzt auch voll drauf gehen. Denkst du, wenn ich hier eine Bunkerbombe mache, kann er dann runterfliegen, wenn ich die irgendwie rechts von ihm, wenn ich die links von ihm setze? Schwierig. Von dem 100er da? Kann sein, ja. Komm, ihr macht's einfach. Probieren geht über Studieren, Mädels. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Hauptsache, solange Bernie nicht gewinnt, ist alles gut. Dann wäre aber noch 200, da. Muss nur was schlechten. Ah, da kommt doch. Bernie sind aber auch so eingesperrt, der kann nur so. Ja, Erster Direktor ist jetzt tot. Nee, davon stirbst du, glaub nicht unbedingt. Nee, du überlebst, glaube ich. Lol. Wer läuft? Nee, doch nicht. Tot. 30. Und schau. Reicht, gut. So, Bernie hat noch 200er. Und Kobo und Daniel haben beide noch einen 100er. Ist der Tail for Epic Fail. Du kannst einen Maulwurf einsetzen, Daniel, für den 100er dann. Ja, könntest du ihn runterschleudern ins Wasser. Ich weiß nicht, ob der so weit kommt. Ja, ist ein Versuch wert. Ja, nee, der kommt nie im Leben so weit. Ja, hallo. Es war sehr knapp. Gut, weiß ich auf jeden Fall fürs nächste Mal, dass der nicht so weit geht. Ich finde, der geht schon sehr weit quasi. Das ist das, was man erwartet. Just when you called for eight. Wird machen, wird er. Ich komme halt da kaum noch irgendwie ran. Ich habe beide Jetpacks eingesetzt. Versuch dich durchzubrennen. Ich sag, da unten ist noch eine Kiste. Eventuell kannst du die noch nutzen. Ich kann noch das hier machen. Die kommt, glaub ich, nicht an. Nee, die kommt nicht an. Oder? Doch. Doch, toll, locker. Explodiert nicht irgendwie vor, die explodiert ja am Zielpunkt. Nee, wenn es halt zu lange unterwegs ist, geht die halt auch in Luft, deswegen. Ja? Ja. Ich meine, das wissen schon. Aber meistens fällt sie schneller, als sie explodiert in so Freiräumen dann. Okay. Aber zumindest wenn sie halt durch sehr langen Bogen gräbt, dann explodiert die irgendwann. Okay. Ja, Bernhard hat voll, weißt du, wie er gespawnt ist? Er hatte 3 Camper-Positionen gehabt oder so. Ah, das könnte. Kommt aber, glaube ich, nicht an. Naja, das bezweifle ich auch, dass die ankommt, oder? Das könntest du aber machen, Koba. Springst beim nächsten Mal auf den anderen Berg drauf. Nee. Okay. Obwohl, kannst du immer noch einen anderen Berg springen. Vielleicht ein bisschen. Nein. Nein. Springst schnell auf den anderen Berg drauf. Ja, auf welchem Berg? Auf den neben dir. Dieses andere fliegende Ding in der Luft. Wieso ist das besser? Dann kannst du vielleicht eine Granate reinwerfen. Warte mal, ich probiere mal was. Mal gucken, ob das hilft. Lol. Wenn ich das nur schmeiße, dann lache ich, ey. Schade. Ich würde gerne mich zu dieser Kiste runterlassen, aber dann irgendwann kommt das Wasser. Nee, ich meine, du könntest auf den anderen fliegenden Berg gehen und dann würde ich versuchen, durch den Schlitz da eine Granate rauszuschmeißen, wenn du weißt, was ich meine. Ja, klar. Aber weißt du, was ich vorher mache? Mache ich noch was anderes. Ich habe ja noch ein paar Ressourcen hier, die ich einsetzen kann.
Und wie kann man das drehen? Mit R? Oder? Ich glaube mit Shift, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß es echt nicht mehr. Oder war es linke Maustaste? Kann auch sein, ich weiß es echt nicht mehr. Ich weiß nicht. Es geht auf jeden Fall, ich weiß aber nicht mehr wie. Ist halt nicht geil. Komm, Benny, wenn du es weißt, sag mal was. Ich weiß nicht. Okay. Sonst hätte ich unten mein Ding auch gedreht, mein. Na komm, dann. Das meiste wird jetzt gegen die Wand da, oder? Oh, war das schon recht erfolgreich. Ja, das trifft schon. Reicht aber nicht mehr. Ist jetzt irgendwie recht weit auseinander, jetzt alle hier. Also, das ist wieder eine riesige Bombe. Hast du noch ein Jetpack, Ben? Ah, Bullshit. Ja, hat er noch. Bullshit. Okay, das hättest du einfach von außen rumfliegen können. Oh, er ist sogar runtergefallen. RIP. Oder jetzt? Oh, er ist noch weiter runtergefallen. Bernie, verkackt er. Welchen verkackt er ist? Wie so ein Flummi klatscht er wieder zurück. Na, Bernie. Ja, ja! Los, bleib hängen, bleib hängen. Nein! Ja! 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 Hallo, Bernie. Ich glaube, ich versuche mal. Das war so der Mega-Fail. Ich glaube, ich habe noch eine Wasserkanone. Ich versuche die, glaube ich, da durchzuhauen. Weißt du was, Daniel? Du hast sogar noch 100 erwärmt. Du hast sogar noch eine Chance, weil Ben nimmt jetzt auch nur zwei schwache Boys. Hatten wir nicht einen Wasser- oder Luftschlangen? Nee, haben wir nicht. Egal, ich probiere mal was. Mal gucken, ob das klappt. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Mal gucken. Ah, schade. Nee, das funktioniert nicht. Schade. Naja. Komm, dann machen wir noch alle voll hier. Dieser fucking Camperwurm da unten, ey. Ich krieg den nicht weg. Warum haben wir keinen Wasserluftschlag, Mann? Ich weiß, die gibt's. Weil der ziemlich stark ist, ehrlich der gesagt. Der ist nicht so stark. Der ist nicht der viel kann übelst wegflaschen. Der ist nicht viel stärker als die anderen, ehrlich gesagt. Deal, Koba, wir versuchen jetzt Bernie wegzumachen und machen es untereinander aus. Weißt du, was wir. Guck mal, Daniel, weißt du, was wir beide die ganze Zeit machen? In den letzten 10 Runden haben wir beide nur Bernie angegriffen. Zu Recht? Deswegen, Bernie war mega weit vorne, hatte so seine ganzen Camper-Worms, die haben wir dann alle beide gekillt mit unseren letzten Worms da. Bernie doch kein Jetpack mehr. Ja, jetzt bin ich auch, glaube ich, weg. Ja, Bernie fällt jetzt runter und stirbt sein letzter Worm. Ja, der hat jetzt kein Seil mehr. Du schaffst das da nicht durch, so wette ich, ey. Ja! Blöd. Ja! Jawohl, Bernie, nein. Das hätte er nicht mal besser beim Bunsenbrenner noch einsetzen können oder so. Oh, ich hab so eine Idee. Ich hab eine Idee. Okay. Ich hab eine Idee, okay. Die hier. Lass mal eine Granate runterfallen. Okay. Direkt auf seinen Kopf. So, beweg dich mal. Ja, wenn er sich jetzt einmal bewegt, dann ist er tot. So, Teleport habe ich auch schon eingesetzt. Wisst ihr was dann? Das hier? Komm schon. Ach, come on. Ich muss mich irgendwie bewegen, Mann. Versuch's über dir auf den Dinger und dann versuchst du da zu schwingen. Das ist mir ein bisschen zu akrobatisch, ehrlich gesagt. Wenn ich da rangekommen wäre, hätte ich das easy machen können. Nee, so weit geht dann. Ja, genau so. Und dann geh auf den anderen. Ja, genau so. Versuch mal in mein altes Loch reinzugehen. Dann könntest du dich theoretisch mit einem Schweißbrenner durchbrennen. Das geht. Mhm. Ja, dann können wir dann uns ein Battle, Final Battle machen. Was ist mit dem Pay-Per-View? Final Battle? Gibt es hier ein Pay-Per-View? Ja, meines Wissens hat ROH so ein Pay-Per-View, der so heißt. Okay, läuft. Sudden Death sind aktiviert und wenn sich Ben jetzt bewegt, dann ist er Fischfutter. Wie kommt Ben jetzt die Situation raus? Und er ist doch da unten, ganz unten, also direkt bei Sudden Death stirbt er dann direkt. Ja, teleportiert sich der Wichser. Und der hat er ja noch. Sag ich dir nicht, auf jeden Fall. Ach komm, er hat nur 26 Leben, also. Da, wo du dein Viereck ist, und dann Linksklick. So nee, einfach. Das ist Teletausch oder wie das? Teleport Shield oder was ist das? Ein Teleport. Dieser eine Schalter da. Mit der Klappe drauf. Na. Ach, sag ihm das doch nicht!
Komm, der hat 26 Leben, sag Daniel. Sag ihm das doch nicht! Der kann das doch so nicht! Also will man doch nicht sein, Mensch hier! Also, ich schmeiß jetzt immer eine Granate durch, Mann. Ja, du bist dran, ja, dann... Ja. Keine Ahnung, brenn ich mal irgendwie durch oder so? Ja, aber ich auch zusammenarbeiten, bis er tot ist. Ich auch noch einer. Ich geh mal. Ja, kannst dich direkt neben ihn teleportieren. Ja, dann sterbe ich wahrscheinlich. Wie denn? Der hat 100 Leben, ey. Wie will er dich töten? Ja, es geht ganz leicht. Egal. Wenn ich jetzt klar mach, bringst du uns beide um. Ich wette, ah, ich fail das jetzt. Oder leg dich unten ab, notfalls. Ja. I tried my very best. Das war's. Ja, du hättest dich unten an das Ding ablegen sollen, auf diesen Balken da. Und jetzt dann ich wollte unbedingt nach oben hinkommen, nach ganz oben. Nee, deswegen, weil sonst kann. Du so und dann nee. Auf den anderen unten weiß hochziehen. So. Dass sie den als Zwischenablage benutzt, sozusagen. Oder hätte sich also, da. Ich muss halt versuchen, irgendwie reinzukommen, aber es ist mega scheiße, unmöglich, ey. Ja, RIP. Ach das, kann das nur einen Schaden machen? Nee, kann's nicht. Ja, deswegen, Daniel gewinnt das. Ja, weil ich mir nur nicht so sicher. Weil ich mit dem Seil gefällt habe. Ich mir nur nicht so sicher. Das ist noch lange nicht durch. Guck mal, das Wasser kommt nach oben, Mann. Ich hab keinen Teleport mehr, ich hab keinen Jetpack mehr, ich hab keine Seile mehr. Ich bin tot. Und wie soll ich dich jetzt noch erreichen? Schaffe ich nicht. Ich habe schon alle meine Luftschläge, alle gegen Bernie eingesetzt. Jetzt hätte ich dich noch töten können irgendwie. Mit einem guten Granatenwurf. Ja, aus der Position. Unmöglich. Mal schauen, was habe ich. So, jetzt ist mir ehrlich gesagt egal, ob ich gewinne oder nicht. Hauptsache Bernie ist weg. Nach der Hase-Aktion, die er in der Runde gebracht hat. Was, ich kann das einfach probieren. Ja, was? Ich baue mich jetzt aber nach oben, ey. Mal schauen, ob ich es noch schaffe. Na, ja, das wird eng, aber es könntest du schaffen. Denkst du, was bringt ein UFO? Da kannst du Items bewegen, glaube ich. Also diese okay. Movable Ob- diese Objects da. Ich habe auch nur drei Brenner, ey, Mann. Was habe ich denn noch so? Irgendwas von Interesse? Ich glaube nicht. Du kannst jetzt auswarten oder kannst ja auch durchbrennen. Einen Weg durchbrennen. Na, ich weiß ja nicht. Das ist so. Das ist eine Entscheidung. Ich muss jetzt schauen, was du machst. Na, ich glaube, da kann ich nicht viel machen, ehrlich gesagt. Coward Worm is coward. Ich habe auch nur drei Bunsenbrenner hier. Ja, dann schaffst du es, glaube ich, nicht. Du müsstest versuchen, auf die andere Seite zu kommen. Also da, wo die Kiste liegt. Vielleicht kriegst du das aus der Kiste raus. Ja, was für ein Drama. Ich hätte einfach da auf meiner Insel oben bleiben müssen und versuchen, irgendwas rüberzuwerfen, damit hätte ich es schaffen können. Aber ich wollte unbedingt auf die oberste Plattform kommen, nicht Bobo. Okay. Noch bitchmuspiger geht's nicht an, oder? Sagt der Richtige. Ja, ich kann halt auch nichts mehr machen da. Nächster, kann ich nach dem Bunsenbrenner noch. Bunsenbrenner noch eine Waffe einsetzen oder nicht? Nee, das zählt als eigene Waffe, glaube ich. Habe ich nichts hier. Was bringt Teletausch? Teletausch, da tauscht ein Wurm von dir mit einem anderen, meines Wissens nach. Mit einem anderen von mir? Ja, mit einem anderen von dir selber. Okay, und was ist mit Überfall? Was ist das? Da kannst du ein Item von einem anderen klauen, wenn du neben den stehst. Okay, Mann, das ist voll kacke, ey.
Kann ich nicht irgendwie einen Flammenwerfer durchschießen oder so weiter? Du könntest dich jetzt mit Dings oder irgendwas hochspringen probieren. Ah, scheiße, ich habe ich keine mehr, ne? Ich wollte eigentlich, sonst hätte ich dir geholfen, indem ich eine Holy da runtergeschmissen hätte. Aber ich schmeiß aber eine normale Granate einfach hin. Einfach nur eine normale Granate. Ja, komm schon. Ich mal machen. Weiß aber nicht, ob in die Grube rein. Vielleicht kannst du mich sogar dadurch runterwerfen oder so. Hui! Lol. Und der rutscht sogar bis nach ganz unten durch. Was ist das für ein Bullshit, in ey? Der Versenkung. Ich hasse dieses Spiel. Was war das für ein wieso rutscht der Typ bis ganz nach unten durch? Weil er einmal kurz geschubst wird. Naja. So viel, dass Daniel ehrenhaft spielt. Da fühlt er sich hingegriffen, nee. Ja, das ist halt. Alter, dieses Spiel ist so kacke, ey, meine Güte. Aber wir gucken in die Statistik noch rein, Kisten eigentlich. Diese Physics. Ey, das announce ich jetzt schon, ey. Ich häng meine Würmer an den Haken. Ja, gut, aber damit sind wir durch. Wir sehen das beim anderen Mal. Bis dann. Ciao. Ohne mich, ciao.